Und ich denke mir, Oklahoma. Man merkt sofort, wenn der da ist, dass wieder irgendwas. Ja. Nee, warte mal, ich muss wieder meine Rolle schlüpfen. So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Und der dicke Iswo ist natürlich da. Und wir sind jetzt gerade auf dem Weg zum Latios Raid an der Sporthalle, an der Verratal Sporthalle sozusagen. Immer noch auf der Suche nach Shiny Latios und so weiter. Und heute wieder ganz exklusives T-Shirt an hier. Heute schon genagelt, ne? Wer das nicht kennt, da steht Iswo und Ramses hinten auf Rücken drauf von unserem Lied, der Bretter-Song. Auf YouTube könnt ihr ja auch mal auschecken, weil da ist der Kollege nämlich auch mit dabei. Das hier ist der Bretter-Song, guck doch mal, wir bauen was auf. Brettnagel, 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 hau drauf. Das hier ist der Bretter-Song, guck doch mal, wir bauen was auf. Brettnagel, Brettnagel, Zeigefinger, ouch, ouch. Das hier ist der Bretter-Song, guck doch mal, wir bauen was auf. Brettnagel, 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 hau drauf. Das hier ist der Bretter-Song, guck doch mal, wir bauen was auf. Brettnagel, Brettnagel, Zeigefinger, ouch, ouch. Beziehungsweise war es ja sein Track. Ich bin nur mit aufgestiegen, wollte auch mein Holz dazu abgeben. Hagebaumarkt. Ja, das hat auch die Hagebaumarktseite. Das ist nämlich im Hagebaumarkt gedreht und der Hagebaumarkt hat es damals auch auf seine Internetseite gestellt. Und ich blende das jetzt hier mal fix ein. Ja, ich kenn so viele Leute, doch die haben Brett vom Korb. Also gib mir bunte Farben und ich schmück sie wie Van Gogh. Nenn mich Brett, ich bin hart, denn ich bin der Beste. Brett für Brett, bin am Start, Späne in der Weste. So, und das immer wieder. Ich filme jetzt keine Brathähnchen. Und wir laufen jetzt auf jeden Fall gleich da hoch. Oh mein Gott, der Wind ist schon wieder richtig aggro. Und gucken mal, wo der Kenny ist. Der wollte nämlich mitkommen, mitmachen. Bringt das eigentlich was, wenn ich meinen Hand so komisch dahin halte? Nein, gell? Sieht nur ein bisschen komisch aus für Außenstehende. Also wir sehen uns dann gleich beim Raid wieder. Gucken mal, wo der Kenny ist. So, den ersten Raid an der Sporthalle, an der Verratalhalle haben wir natürlich jetzt hinter uns gebracht. Der Vion stand auch schon bereit und hat auch gleich einen Shiny abgegriffen. Das einzigste in der Runde diesmal, aber habe für einen Joni den Account noch mitgemacht, für den noch einen Latios geholt, das war bei ihm auch der Pokédex-Eintrag, also ist das auch abgehakt, da freut er sich bestimmt. Jetzt haben wir gesehen, Brücke der Technik geht da noch auf, Stolpersteine geht da noch auf, Brücke der Technik, X-Raid Arena, da ist sowieso gut, was dran zu machen. Es hat auch funktioniert, letztens mit dem Kenny noch am Schwimmbad einen gemacht und an der Brücke. Und Schwimmbad hat gestern auch Pässe abgeworfen für den nächsten X-Raid. Und ja, also eigentlich kann man jetzt schon Brücke sammeln für nächste Woche dann, dass wieder abwechselnder X-Raids rausgehen und die Dreckssonne und der schöne Wind und ich weiß nicht, wie ich mich stellen soll und wie auch immer. Aber wir machen einfach noch die zwei nächsten Raids, gucken dann mal, wie der Stand ist. Ne? Willst du noch was sagen? Fertig. So, ganz gefuchst, der Kenny ist jetzt erstmal weitergefahren, der hat uns kurz ja beim Norma abgelassen, wir müssen nämlich noch Bier kaufen für heute, weil morgen ist ja Feiertag, der Iswo ist schon ganz traurig, weil der wollte Brathändel essen, also Broiler, würden wir hier sagen, bei ihm natürlich nicht. Dort sehe ich schon der Backfisch stand, unglaublich, dass ich sowas noch erleben darf. Jedes Mal, wenn ich hier bin, hat er zu und jetzt hat er auf und jetzt haben wir keine Zeit und jetzt müssen wir Bier holen und auf der Fahrt hierher sind auch noch ein paar Eier aufgegangen, ein paar Zweier-Eier. Richtig gute Sache, da war ein Mobi drin und ein Quiekel und ein Quiekel und ein Mobi, nochmal ein zweites. Erst habe ich das nie gehabt, jetzt kriege ich es gleich zweimal hintereinander hinterhergeworfen und ein Riolu kam auch noch raus, sogar mit Angriff 15. Das muss ich alles irgendwann nochmal richtig bewerten und wir müssen jetzt aber erstmal rein, müssen Getränke holen. Ja. Kenny ist so lange an der Tange, dann holt er uns wieder ab und dann wollen wir ja die anderen zwei Raids noch machen. Hui. Das Lustige ist, ich habe gerade noch gesagt, nur die gelben Arenen werfen Raids ab und wenn man sich hier mal umschaut, oh, stimmt jetzt natürlich nicht mehr. Was? Der hier war gelb, der war gelb. Und die zwei oben waren auch eben noch gelb, jetzt sind sie auf einmal blau. Hätte ich lieber nichts gesagt. Aber egal, wir sind jetzt auf jeden Fall bei der Brücke.
machen jetzt den nächsten. Dann geht auf jeden Fall der Friedhof noch auf, dann geht noch Stolperstein auf, noch alles. Wir haben jetzt einen festen Plan. 13:45 Brücke, 14 Uhr Stolpersteine, 14:15 Friedhof, 14:30 die Sonnenuhr, wieder auf dem Markt. Also da ist noch einiges los. Und ich kann mein Team nicht wechseln, nicht rüberwischen. Doch, jetzt geht's. Ich stelle euch gleich auch irgendwo mal ab. Oder so. Beziehungsweise gehe wieder zum ISPO zurück, dass er nicht so alleine ist. Was machst du da? Nix. Ich lauf jetzt einfach zurück und tu dann das irgendwo hin und dann passt es. So, reicht doch hier. Das gibt's doch nicht. Ich habe doch neulich den Raid gemacht für meine Cousine, weil die hatte noch kein Latios und dann ist das erste gleich ein 98er Shiny geworden. Hat sie gesagt, gut, jetzt fehlt mir ja nur noch ein blaues. Ich gesagt, mache ich heute einfach noch einen Raid für dich mit. Habe ich jetzt bei ihr also den Raid mitgemacht und was passiert? Auf dem zweiten Raid wieder ein Shiny, also immer noch kein blaues. Die sind wohl seltener bei ihr. Jetzt muss ich das natürlich hier auch noch fangen. Ich glaube, das sieht man nicht, weil es zu dunkel ist. Und ja, hat sie schon zwei Shinies aus zwei Raids, also bis jetzt 100% Shiny-Rate bei ihr. Oh, mal gucken. Ja genau, da fliegt's rum. Hier ist doch Schatten, da nehmen wir trotzdem mal hier eine gelbe Beere. Wir machen irgendwas mit dem Ball. Tun so, als würde man werfen und fangen das noch fix ein. Boom! Zwei Raids, zwei Shinies. Was will man mehr? 12 Bonbons, also ungelogen, da freut sie sich. Jetzt kann ich das Handy natürlich nicht ablegen, jetzt muss ich das immer noch mitnehmen, weil die braucht ja trotzdem noch ein blaues, aber es sind ja jetzt noch drei Stück, da wird sicherlich ein blaues dabei sein. Da ist wo mir noch lecker Brötchen mitgebracht, ne? Mit Ostereiern drauf, wunderbar. Weil die anderen noch am Fang sind, kann man jetzt schnell Frühstück machen. Aber nachher wollte er sich immer noch so einen dämlichen Broiler holen. Ja, Brathändel. So, jetzt sind wir an den Stolperstein natürlich angekommen und es kommt immer anders als man denkt. Denn Stolpersteine fällt der Raid leider aus, da es ein Giratina geworden ist. Und das braucht ja nun wirklich niemand, zumindest nicht heute. Wir legen unseren Augenmerk natürlich dann auf die Latios. Und der Iswo ist jetzt hier und der hat natürlich hier noch einen Kofferraum voll Bier. Und da muss er jetzt hin und musste mal das Bier raustun, weil wir müssen jetzt hoch und... Hammer! Du musst auch zeigen. Und wir müssen jetzt dann hoch und müssen das erstmal umsatteln, aber dann geht's ja weiter, weil Friedhof und Sonnenuhr ist ja noch dabei. So, das sieht man doch jetzt. Da kann man doch einen Schwenk machen, ja, Bruder. Einen Schwenk. Guck, hier ist noch Wodka in Plasteflaschen. Ne? Steht immer Mineralwasser drauf zur Tarnung. So. Hier, nimm mal einen Kasten raus, bitteschön. Nimm am besten gleich 5, auch wenn nur 2 drinstehen. So, das war's. Grad. Tschüss. Toll, voll bescheuert. Weißt du noch, wie wir da die Flasche 30% haben? Nein. Ich schon, weil da wollten wir nämlich die Wasserrutsche da runterrutschen, mussten die Flasche doch vorher leer machen. Ach so, da wo wir ins Schwimmbad wollten und wir durften natürlich nicht rein und wir hatten noch eine Flasche Pfeffi dabei, mussten die schnell austrinken. Wir sind jetzt auf jeden Fall unterwegs zum Raid beim Friedhof. Der geht jetzt auf in dem Moment und wir hoffen, dass es ein Latios wird. Hey, und da ist es ein Latios geworden. Ja, richtig gute Sache. Kangama aus dem Raid. Auf jeden Fall Latios, das Blaue. Und vielleicht schafft es meine Cousine ja jetzt, Grünes zu kriegen. Ihr erstes Blaues zu bekommen. Oh, mach mal die Tür auf. Ich habe nur 2 Hände. Man kann so schlecht greifen. Wir nehmen mal das Häschen noch mit. Dann muss ich noch schnell die Handys auspacken, ihren Account wieder draufknallen und hoffen dann, dass es jetzt ein Blaues ist.
Sonst, wenn sie das dritte Shiny kriegt, dann gebe ich es auf. Dann tausche ich hier irgendwann mal eins rüber von mir und tausche mir einfach ein Shiny von ihr zurück. Und dann ist das auch ausgeglichen. So. Genau. Boah, die anderen sind noch da hinten. Wir sind jetzt auch ein bisschen leise, also bis dann. Wenn man Festbeweise hat. Ich muss den Zoom mal wieder einstellen. So, so sieht's gut aus. Guck mal, die zwei Bodyguards von Villon. Der biertrinkende Isbo. Isbo das Kamel. Ich hab gar nicht das Bier drauf. Du machst viel zu schnell. Auf jeden Fall haben wir jetzt den Raid am Friedhof erfolgreich gemeistert. Die Heike war noch da zur Unterstützung. Der Extreme ist natürlich selber jetzt anwesend gewesen. Seit den Stolperstein, obwohl er da ja nicht, da haben wir den Raid ja nicht gemacht. Jetzt kam ganz zufällig noch die Cindy vorbei, also das Engelchen, hat noch mitgemacht und habe auch endlich das blaue Latios bei meiner Cousine bekommen. Das heißt, jetzt kann ich mich abmelden, kann beim Joni noch einen mitmachen und den Marco ziehe ich natürlich weiter durch, den Kakao, der wird überall mitgenommen. Er hat nämlich noch keinen Shiny und vielleicht kriegt er da noch eins. Und nächster Halt wäre jetzt auf jeden Fall die Sonnenuhr. Dann ist, glaube ich, gar nichts weiter auf, noch nichts in der Nähe. Mal sehen, ob da noch was geht, aber ja, erstmal dahin. Auf die Dicken. Auf die Dicken. So, jetzt sind wir also auf dem Weg zur Sonnenuhr, wie ihr da vorne natürlich erkennen könnt. Und es ist ja Markt, das wilde Treiben überall. Und der Isbo, der ist so süchtig, der hat jetzt sogar schon zwei Bier in der Mache. Wenn eins nicht reicht, nimm zwei. Bier und Naschen, genau. Und ich merke schon wieder den Wind, den hört man bestimmt dann wieder übelst heftig auf der Kamera. Ja, die laufen einfach zickzack. Wir sind mal gespannt. Wir hatten ja Glück, dass es wenigstens ein Latios geworden ist. Und hier sitzen noch überall Häschen rum. Immer noch auf der Suche nach Shiny-Häschen. Eier sind auch gerade geschlüpft. Da ist auch noch mal ein Mobai dabei gewesen. Also irgendwie schon das, keine Ahnung, das dritte Mobai heute. Sonst immer so selten gewesen. Das ist das Baby vom. Das Baby. Das Baby vom Mogelbaum. T-Mobile, Mobile 24, keine Ahnung, nee, das heißt ja Check. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier auf dem Markt und da vorne sitzt schon die Chantal, ne? Die sieht man auch. Muss man ja jetzt nicht grüßen, oder auch doch. So, hallo Chantal. So gut, jetzt mache ich mal hier aus, muss nämlich noch die Handys auspacken und dann mach mal fix den Raid, also bis gleich. So, mit der Sonnenuhr sind wir also auch durch. Leider wieder kein Shiny dabei, aber zwei ganze 100er, 21,78 dabei beim Kenny, beziehungsweise auf einem kleinen Account und beim Maxchen auch noch dabei. Und wir gucken mal kurz drauf. 21, 78 und das spiegelt alles und hier drüben natürlich auch 21, 78. Und ob die jetzt gefangen werden, das sehen wir gleich. Das eine soll ich nämlich fangen. Und ja, mal gucken, ist bestimmt spannend. And his name is John C. So, und der Papa hat es wieder mal geschafft. Ne? Der Isbo kam auch zurück mit 10, 9 Bier und beides sind eingetütet. Hier sieht man es nochmal. 21, 78 und hier Sternburg und hier nochmal 100%. Na, jetzt ist genau die Dings weg, genau nochmal oben drauf. 100% Latios, leider kein Shiny, aber zwei normale 100er aus einem und demselben Raid. Am Glockenbrunnen geht auch noch ein 5er auf, da werden wir wahrscheinlich jetzt noch hingurken. Der Isbo will ja dann noch einen Brathändel holen oder so, hat er gesagt. Und ja, also genau. Ein bisschen geht noch was.
So, jetzt sind wir also hier angekommen am Glockenbrunnen. Wir drücken mal fix hier drauf und schmeißen den Account noch in die Lobby rein. Toll, jetzt schaffe ich es nicht mal mit meinem reinzukommen. Dann mach doch deinen, einfach. Wenn du hier gemütlich sitzt und mit deinem einen Handy da rumwühlst. Noch 72 Sekunden. So, dann kümmern wir uns hier drum. Kein Problem, schaffen wir doch alles. Noch 63 Sekunden. So muss es sein. Und wir wollen uns mal den Glockenbrunnen angucken. Der ist nämlich hier. Und der sieht so aus. Auch richtig osterlich geschmückt. Da geht es noch eine Treppe runter. Und da gleich eine Badewanne daneben. Wir haben jetzt gesehen, im Wildgehege geht dann auch noch eine auf und beim Dino geht, glaube ich, auch noch eine auf. Und erst hieß es, wir gehen nach dem Raid hier an den Bismarckturm, setzen uns da noch ein bisschen hin. Dann haben wir gesagt, nee gut, dann gehen wir zum Wildgehege, setzen uns da dann noch ein bisschen hin. Jetzt setzen wir uns hier hin, so, ich sitze. Und jetzt ist der Plan, weiß ich nicht, es gibt keinen. Auf jeden Fall sind wir jetzt drin und es geht gleich los, noch 15 Sekunden, glaube ich. Hier. Auf die Dicken, nimm mal dein Bier, komm. Auf die Dicken. Halt. So, da haben wir natürlich noch schlechte Nachrichten für alle Raid-Freunde da draußen. Denn beim Glockenbrunnen gab es erstmal eine dicke Fehlermeldung und es hat mich immerzu rausgeschmissen. Angeblich wäre der Raid-Kampf schon beendet. Ich war trotzdem einfach immerzu wieder in der Lobby drin, habe gedacht, okay, das geht noch, machst du noch, zurück zum Kampf, aber immerzu wieder der gleiche Fehler aufgetreten. Konnte ich nichts machen. Als ich ganz raus bin, hat es natürlich eine neue Lobby aufgemacht. Habe ich dann also sein gelassen. Wir wollen jetzt noch hier an den Wildartentafeln natürlich den 5er-Raid machen, aber der geht nur in. Der geht erst in 17 Minuten auf. Hey, da kann man sich noch reinsetzen. Und hier seht ihr schon einen Schanera. Das habe ich gerade nämlich gebrütet als Entschädigung, weil die anderen den Raid gemacht haben. Ich habe für Marco natürlich mitgespielt. Habe ich einfach nebenbei, sind noch ein paar Eier aufgegangen. Das habe ich, glaube ich, abgefilmt oder auch nicht. Auf jeden Fall ist da ein Schanera rausgekommen noch. Auch richtig gute Sache, habe ich, glaube ich, noch gar nicht bewertet. Und die Kollegen setzen sich jetzt alle mal hier hin. Hier sind nämlich auch Enten, die 17 Minuten und genießen ihre Kohlen. Wie heißt das? Ich hab's vergessen. Kann nicht mehr reden. Auf jeden Fall ihre Brause und das schöne Wetter und die Enten und ja, dann gucken wir mal, ob da noch was rauskommt. Am Dino, wie gesagt, geht dann auch noch rein, vielleicht können wir den zum Abschluss noch machen. Jetzt aber erstmal kleine Rast und warten, bis der Raid aufgeht. Kohlensäure. Kohlensäurehaltige Brause, genau. Film mal kurz die Enten oder die eine, die dicke Ente, die noch nicht weggeflogen ist. Die können wir ja mal filmen. Mein Bruder, mach's nicht! Wenn ihr das auch kennt, ihr sitzt gerade gemütlich zu Hause und werdet vom Sofa vertrieben, schreibt's mal in die Kommentare. Auf jeden Fall bestes Wetter, sehr chilliger Tag. Und da zischt die Kohlensäure von der kohlensäurehaltigen Brause, das hört man schon im Hintergrund überall. Ja, dann würde ich sagen, erfolgreiches Raiden, bis gleich! So, und die Wildartentafel hat noch was Grünes beschert, nicht nur grüne Enten, also die haben immer so einen grünen Kopf, der Erpel zumindest. Wir wissen ja alle hier, die männliche Ente heißt Erpel und jetzt rutschen wir mal hier so zum Isro hin, ganz unauffällig. Der hat nämlich auf dem kleinen Account einen Shiny bekommen und da wollen wir mal gucken, das liegt nämlich hier rum und vielleicht kannst du das ja fix fangen für die Kamera. Ob ich das schaff? Ja, mit der gelben Beere. Ihr wisst Bescheid, 6 Bonbons. Zack! Neben den Kreis geworfen. So muss man es machen. Fast einfach fabelhaft. Hier in der Mitte sehen wir die Black Edition. Ne? Ja. Da ist nichts drauf. Und hier links kommt es nochmal raus. Aber hier sehen wir es nochmal. 21,24. Also doch erfolgreicher Tag.
200er Shiny, ein anderes Shiny vorhin und wieso mache ich eigentlich eine Schlussrede? Wir müssen doch noch zum Dino! Tschüss Enten, bis morgen! Hui! Was? Rump. Hey, die ist gerade hier voll stage dive, die kam von da drüben und ging mitten ins Wasser und dann ist sie rausgesprungen. So, wir sind jetzt also auf dem Weg zum Dinosaurier, liebevoll genannt auch der Pisse-Dino aus Pasadena. Wir sehen hier oben am Stadtwappen, geht dann auch noch ein Fünfer auf um 17.21 Uhr und auf dem Friedhof noch, auch kurz nach 5. Aber den können wir natürlich nicht mehr machen. Der Xtreme muss dann zum Xtreme Grilling. Für seinen YouTube-Kanal zeigt er immer, wie extrem man grillen kann. Wo dann die dicken Wöschter auf den Grill gehauen werden. Ja, einfach so. Nein, keine Ahnung, auf jeden Fall sind wir jetzt hier, da ist noch einer. Und die anderen sind bestimmt schon wieder drin. Die sind wahrscheinlich schon wieder mitten im Raid, weil ich immer noch so viel reden muss. Muss dann auch das zweite Handy noch startklammern. Aber schlüpf schon mal in die Arena. Hier ist auch ein Mülleimer. Ha, da könnte man, ne, die Kamera hinstellen und dann sieht man die ganzen Banausen. Aber wir machen die Kamera wieder aus, melden uns dann danach. So, da sind wir also am Ende angelangt. Der Dino auch weg, durchgezogen. Wieder mal kein Shiny dabei auf dieser Seite. Der ist wohl heftig am Telefonieren da hinten und ich muss jetzt auch gleich los. Den muss ich jetzt mal 4 Stunden alleine lassen. Ob er das durchhält, das weiß ich nicht. Das sehen wir dann, wenn ich wiederkomme und er liegt einfach zusammengekauert in der Ecke. Dann weiß ich, dass es nicht richtig war. Und ich bedanke mich auf jeden Fall beim Kenny und beim Xtremely, die hier sich um die Ecke schmieden. Wir hauen jetzt einfach ab. Ist wo sein Rucksack habe ich ja. Ne, den lassen wir jetzt einfach zurück. Noch fix zum Auto, dann fix heim, schnell noch ein Video veröffentlichen, dann los und ja. War wieder mal eigentlich ganz cool und so. Wetter hat auch gepasst. Bisschen windig vielleicht, aber da kann man ja nichts beeinflussen. Mal gucken, wir werden vielleicht am Samstag in der Früh noch was machen. Hat mir ein Vögelchen geflüstert. Und ansonsten schöne Feiertage natürlich und genießt die Ostern, schön Eier suchen. Das war's aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal einfach. Bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses.